Zeit. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Diablo 4 in der Season 4 und unserem Totenbeschwörer. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, meine Lieben, wieder ein Update. Wir sind derzeit Level 70. Es geht unglaublich schnell in der Season 4 mit dem Totenbeschwörer. Wir haben jetzt das Video von Level, was haben wir gehabt? 56 bis 70 ist dieses Video. Und ich zeige euch ganz schnell, wie sich bei mir was verändert hat. Ich habe einen Aspekt ausgetauscht mit einem anderen. Also es ist als solches der gleiche geblieben, nur auf einem anderen Ausrüstungsteil. Vielen Dank an dieser Stelle für den Tipp. Es war mir nicht mehr ganz klar, dass wir natürlich, wenn wir den Diener-Aspekt auf das Amulett legen, dass wir noch einen Diener mehr bekommen. Sprich, einen Skelettkrieger mehr und einen Skelettmagier mehr. Und das habe ich jetzt auch gemacht, weil ich würde sonst ansonsten von der Schadensreduktion, was vorher auf dem Amulett war, was unsere Diener betrifft, würde ich jetzt gerade mal 10% einbüßen. Also das ist zu verschmerzen, deshalb ist das so viel, viel besser. Wir gehen ganz kurz durch im Schnelldurchlauf. Ich habe jetzt auch schon ein paar Items. Bei den vermachteten Items, wisst ihr Bescheid, können wir, was die Härtung angeht, wir können uns zwei Affixe drauf erhärten lassen, drauf schmieden lassen. Das habe ich jetzt bei ein, zwei Items schon gemacht. Momentan ist die Kohle allerdings wieder im Keller, aber das geht ja so schnell bei dem Spiel, da mache ich mir keine Sorgen. Und wir haben im Übrigen noch eine neue Hose gerade bekommen, die uns nochmal auf die Skelettmagier nochmal 2 Punkte auf Beherrschung gibt. Das ist natürlich ja fantastisch. Aber momentan sieht es mit der Kohle nicht so rosig aus, aber ich denke, das kann ich demnächst dann umändern. Wir gehen ganz schnell durch. Ihr seht, Angriffsstärke hat sich erheblich verbessert. Wir hatten ja einfach noch eine schlechte Waffe in der letzten Folge gehabt. Wir sind von unserer Rüstung jetzt schon immerhin bei einer Reduktion von 78%. Leben ist super mit fast 8000, Angriffsstärke mit 8200. Ungebufft, wohlgemerkt. Der Kopf ist gleich geblieben. Brauche ich nicht mehr erklären. Die Aspekte sind alle so drauf, wie sie drauf sein sollen. Was hat sich denn verändert? Vielleicht zeige ich euch das zuerst. Also die Hose, wie gesagt, werde ich noch austauschen. Und die Schuhe sind neu. 3 maximale Aufladungen für, also auf Entrinnen. 76 Intelligenz, Leben, Widerstand gegen Kälte. Meine Widerstände sind noch nicht so optimal. Dafür, dass wir jetzt auf Weltstufe 4 spielen, auf Qual. Aber ich komme bestens damit klar. Also der ist eigentlich schon ziemlich overpowered, der Necro, aber ich hoffe trotzdem, dass Blizzard ihn uns so lässt, damit wir lange daran viel Freude haben. Dann habe ich hier mir 2 Erhärtungen drauf schmieden lassen. Einmal 31% Dauer von Fluch, sprich, wenn wir Altern einsetzen beim Gegner, lastet dieser Fluch einfach um 31% länger auf dem Gegner, was sicherlich nicht so verkehrt ist. Und 5,5 Bewegungsgeschwindigkeit. Der Aspekt ist auch der gleiche geblieben hier. Leveln wir uns natürlich allmählich nach vorne. Das heißt, der Endeffekt Schaden, die Schadenshöhe wird immer größer. Das habe ich jetzt gerade bekommen. Das ist ein sehr, sehr schönes Zweihandschwert. Neben 158 Intelligenz, 1014 maximales Leben, haben wir 100% Schaden über Zeit mit drauf. Plus, das betrifft natürlich hauptsächlich unsere Pest.
unsere Dunkelheitsfertigkeit, unsere Pest, die ja Schaden über Zeit auslöst, dieser wird im Grunde dann hier nochmal mit 100% verstärkt. Was gerade bei Bossen sehr zu empfehlen ist, weil Pest doch recht viel Mana zieht. Und ja, man dadurch einfach den Fokus drauflegen kann, auch höchstens bei sehr starken Gegnern oder bei Bossen, dass wir eben die Pest einsetzen. Dann haben wir Angriffsgeschwindigkeit, das hatte ich vorher auch schon drauf. Und 150% Schaden gegen Gegner in der Nähe. Das ist natürlich toll, nachdem wir ja immer jetzt schön nah am Gegner dran stehen, damit dadurch auch unsere Diener vom Schaden gebufft werden, dass sie noch mehr Schaden machen, haben wir hier einfach nochmal 150% mehr Schaden gegen Gegner in der Nähe. Aspekt ist gleich geblieben, hat sich nichts verändert. Hier, wie gesagt, haben wir jetzt den Aspekt ausgetauscht. Vorher war hier die Schadensreduktion drauf, ich glaube von 32%. Das haben wir mit der Brust ausgetauscht. Da sind wir jetzt bei 22%, also diese 10% können wir getrost vernachlässigen. Das ist nicht schlimm. Und das bringt uns natürlich ungemein viel, viel mehr. Euer Maximum an Skelettkriegern und Skelettmagiern wird um 3 erhöht. Wir kriegen 50% mehr Macht durch das Amulett. Ansonsten ist das gleich geblieben, das Amulett. Die Ringe sind auch gleich geblieben. Ich hätte hier mal eine Frage an euch, weil ich das noch nicht kenne. Ihr seht, wir haben hier von den Items, spezielle Items, die haben oben in der Item-Beschreibung sozusagen, weil hinter dem Item-Namen haben die einen Stern. Und ihr seht bei den Affixen auch, da ist auch ein Stern, plus 135 Intelligenz. Könnt ihr mir sagen, ob das der Best Roll ist oder wie können wir diesen Stern deuten? Was hat dieser Stern oder was hat dieser Stern zu bedeuten? Weil von der Gegenstandsmacht sind wir ja im Grunde von den 925 100 weniger entfernt. Erklärt mir das mal, das weiß ich noch nicht. So, Buch der Toten, alles gleich geblieben. Schnitter, erste Position, Skelettmagier auf Kälte getrimmt, mittlere Position und Golem natürlich, der Blutgolem auch auf der mittleren Position. Dann sind wir von den Fertigkeiten, es hat sich nichts verändert, meine Lieben. Deshalb gehe ich es jetzt ganz schnell durch, dass ihr es nur gesehen habt. Verbesserte blutige Ernte, dann runter einen Punkt in die Pest, in die verbesserte, in die übernatürliche, 3 Punkte geschundenes Fleisch, runter zu den Leichenfertigkeiten, mindestens 3 Punkte in die Beherrschung von Skelettkriegern, mehr ist natürlich wünschenswert, 2 Punkte grausige Ernte, 3 Punkte kraftbringender Tod. Dann unter den Fluchfertigkeiten macht ihr alles voll bis auf die eiserne Jungfrau, also 3-mal Umarmung des Todes, Annäherung des Todes, Beherrschung von Skelettmagiern, 5 Punkte in Altern, 3 Punkte in verstärktes Schaden und natürlich verbessertes Altern und abscheuliches Altern. Kommt dann runter zu den Leichenfertigkeiten, geht mit einem Punkt in die Leichenranken, in die verbesserten Leichenranken, in die verseuchten Leichenranken, 3 Punkte in nekrotischer Panzer, 3 Punkte Verfolgung des Schnitters, einen Punkt lähmende Dunkelheit. Kommt dann zu den Ultimativen natürlich 3 Punkte in Beherrschung von Golems. Armee der Toten macht ihr komplett voll mit oberster Armee der Toten und überlegener Armee der Toten. 3 Punkte inspirierenden Anführer und 3 Punkte in den versessenen Kommandanten. Eine 4 habe ich hier, weil ich ein Item habe, was mir hier nochmal einen Rang bietet auf diesen passiven Skill. Dann kommt ihr runter zu den zentralen passiven Fertigkeiten und setzt den Punkt in Kalans Edikt. Im Paragon-System haben wir mittlerweile das dritte Board erreicht. Ihr solltet im Starter-Board die Punkteverteilung, die Nodes im Grunde so machen, wie ich das gemacht habe. Setzt in die Glyphe die Amplify, also Verstärker-Glyphe ein. Wenn ihr euch diese über die Dungeons dann auch freigeschaltet habt, kommt dann hier hoch, geht natürlich hier, nehmt die blauen mit, die beiden könnt ihr vernachlässigen, geht hier rüber, nehmt euch den Kultanführer mit, eure Diener verursachen 30% erhöhten Schaden, pro 20% Angriffsgeschwindigkeitsbonus, den sie haben, bis zu einem maximalen Angriffsgeschwindigkeitsbonus von 100%. Nehmt dann auf jeden Fall den Puppenspieler mit, geht hier rüber, geht dann gerade hoch zu dem Glyphensockel, haut hier den Totenbeleber rein. 5,3 Schadensreduktion für eure Diener und 5,4% mehr Dienerschaden. Diese Glyphe ist bei mir momentan auf Rang 5. Nehmt hier noch die Intelligenz mit und geht dann hier hoch, nehmt euch den Herrscher noch mit, geht dann rüber zur Obhut und dann im Grunde gerade haltet ihr euch rechts, geht runter,
kommt dann in das dritte Board. Das ist das Board mit der hünenhaften Monstrosität, sprich unser Golem, das Golem-Board. Und ja, das war das Kultanführer-Board sozusagen. Geht dann hier rüber, hoch, nehmt euch die Intelligenz-Notes mit, Geschicklichkeits-Notes mit, geht ab dem zweiten Geschicklichkeitspunkt gerade runter, etwas rüber, nehmt die Intelligenz mit und nehmt hier auf jeden Fall die hünenhafte Monstrosität mit. Euer Golem verfügt über ein um 40% erhöhtes maximales Leben und verursacht 100% mehr Schaden, ist die Wucht, der Typ macht fast alles alleine platt. Kommt dann von der Geschicklichkeitsnote, geht ihr nach rechts, nehmt euch noch die Fehlschöpfung mit, geht dann hoch und wir müssen jetzt hier dann noch so runtergehen. In den Glyphensockel haut ihr die Golem-Glyphe. Deshalb solltet ihr auch, wenn ihr die Albtraum-Dungeons farmt, um eure Glyphen abzugraden, ihr solltet die Golem, also zumindest jetzt bis Level 15, solltet ihr die Golem-Glyphe priorisieren. Die kommt natürlich dann hier rein. Die ist momentan bei uns, glaube ich, bei Stufe 10. Ja, Stufe 11 sogar schon, genau. Also ihr braucht auf jeden Fall den Golem, den Totenbeleber, ihr braucht Verstärken, ihr braucht, ich meine auch körperlich, ja, ihr braucht, was braucht ihr denn noch? Ah, ist egal. Sage ich euch, wenn es soweit ist, wenn wir das Board als solches gefüllt haben, aber konzentriert euch auf jeden Fall auf den Golem, das solltet ihr als erstes priorisieren, diese Glyphe auf Level 15 zu bringen. So, das war's, meine Lieben. Es macht richtig, richtig Spaß. Wirklich richtig, richtig Spaß. Und ihr seht jetzt auch, gut, Widerstände ist noch Baustelle bei mir, aber beispielsweise, was den Schaden mit Dienern angeht, und wir bekommen ja dann hier auch nochmal zwei Ränge auf Beherrschung von Skelettmagiern dazu. Immerhin, wir sind jetzt beim Schaden mit unserem Golem schon mal bei 337,5%. Das ist sehr, sehr schön und macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. So, das war's. Viel Spaß mit Diablo 4, eurem Totenbeschwörer. Wenn ihr einen anderen Bild fahrt, so setzt ihn doch mal oder so schreibt es doch mal entsprechend in die Kommentare. Außerdem würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe es so. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel und bis zum nächsten Mal. Wir werden uns wiedersehen. Ja, ich denke mal so ein 15, 16 Level, würde ich mal sagen. So vielleicht mit 86 oder so. Ja, 86 ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.